Sei gegrüßt. Ich möchte die Bündniskarte einsehen. Was ist mit Oxenafort, Shia? Sigurd sagte mir, er hätte dort zu tun. Ja, tatsächlich ist Sigurd gerade dort. Du sollst ihn dort treffen, sobald du kannst. Er hat sich mit dem aufrührerischen Tarn Gedrick zusammengetan und hofft, ihn im Tausch für seinen Schwur als Aldermann einzusetzen. Es gibt eine Schenke im Herzen Buckingahams. Sigurd erwartet dich dort. Ich breche sofort auf. Wo liegt Buckingham? An der großen Use, welche Oxenafort Shire teilt. Sigurd wird sich freuen, dich zu sehen. Diese Soldaten sind extrem angespannt. Überblicke das Land, Freundin. Spähe für mich in die Ferne, Sünen. Eine Schenke, das muss es sein. Sigurd ist nicht hier. Ich höre mich um. Was ist du? Ist sie doch fern? Ich suche nach zwei Männern. Zwei Fremde, ein Nordmann und ein Araber. Die, hinter denen die Soldaten her waren? Wenn ich du wäre, würde ich nicht weiterfragen. Elne Belok for Didon. No one is war. Who's on your way? Soldaten hinterlassen nichts als Blut und Schmerz. Bist du die Wirtin hier? Du bist hier nicht willkommen. Ich hatte heute schon genug Ärger mit Dänen. Ich will keinen Ärger machen. Ich suche meinen Bruder, einen riesigen Nordmann. Er war für das Chaos verantwortlich. Er und diese andere waren hier und sprachen mit Tarn Gedrick. Dann kamen Lady Edwins Soldaten. Ein Kampf brach aus. Dein Bruder und der braune Kerl entkamen. Dafür wurde Gedrick geschnappt. Das war wirklich bedauerlich. Er ist in dieser Gegend sehr beliebt. In welche Richtung ging mein Bruder?
Was ist dir diese Information wert? Ich habe dir eine einfache Frage gestellt. Hör mal, Dene. Wenn du eine Szene machst oder Streit anfängst, rufe ich nach den Soldaten. Halsabschneiderin, hier ist dein Silber. Vielen Dank. Dein Bruder und sein Freund sprangen durch dieses Fenster und liefen in Richtung des Flusses. Ich wette, sie verstecken sich in einer der Fischerhütten. Sigurd und Basim wollten nach Süden. Sie können nicht weit sein. Ich sollte entlang des Flusses suchen. Sigurd und Basim wollten nach Süden. Sie können nicht weit sein. Ich sollte entlang des Flusses suchen. Riecht wie eine Fischerhütte. Ein gutes Versteck. Halt! Warte! Alan Wasahalan, Eivor. Wir hätten dir den Bauch aufschlitzen können, Wolfsmal. Warum so nervös, Bruder? Sieht dir gar nicht ähnlich. Der halbe Schier ist hinter uns her, wie du vielleicht bemerkt hast. Kamst du deshalb nicht nach Hause? Weil du mit den mercischen Soldaten Verstecken spielst? Dein Bruder ist ein vielbeschäftigter Mann. Zahlreiche Pflichten lasten auf ihm. Es ist schön, dich wiederzusehen, Basim. Auch wenn du meinen Bruder schlecht auf seine Aufgaben vorbereitet hast. Es liegt nicht an mir, deinen Bruder wie eine lahme Mähre zu führen. Das wäre gar nicht schlecht. Bruder, wir haben Bündnisse zu schmieden. Schick ihn zurück, wo er herkam. Und geh deinen eigenen Weg. Eivor, bei den Göttern. Schön, dich bei uns zu wissen. Und in der Tat sind wir einem Bündnis schon näher gekommen. Gedrick, einer der hiesigen Tane, schwor mir einen Eid. Ich habe von ihm gehört. Die Wirtin erwähnte außerdem eine Edwin, die Soldaten befehligt. Warum verbünden wir uns nicht mit ihr? Lady Edwins Gatte war der Aldermann des Schiers, bis Gudrums Heer seinem Leben ein Ende setzte. Nun führt sie den Kampf ihres Mannes mit dem Beistand von König Alfred von Westsexer fort. Edwin will sich an den Dänen rächen, die ihr den Mann und die Lebensgrundlage nahmen. Es heißt, Alfred sei ein furchterregender König. Wenn Edwin seine volle Unterstützung gewinnt, fällt dieser Schier an Westsexer. Und um sie zu bekämpfen, sicherst du dein Schwert einem kleineren Tarn zu, der eine Bande von Bauern und Fischern befehligt. Hab Vertrauen, Eivor. Ein paar hundert Sachsen mit Heugabeln und Hippen sind eine ernstzunehmende Macht. Götter. In allen Männern und Frauen, ob adlig oder Bauer, schlummert der Funke von etwas Größerem. Das ist wahr. Manchmal größer, als ein gewöhnlicher Geist erfassen kann. Nun, Edwin hat Gedrick in Ketten gelegt. Da geht euer schöner Plan dahin. Nicht, wenn wir schnell handeln. Die Gefangenen sind im Langhaus. Mit dir könnten wir einen Überraschungsangriff wagen. Wenn wir mit Gedrick die beste Aussicht auf ein Bündnis haben, sollten wir es tun. Sigurd, hat Basim dich zu etwas überredet, das nur wenig einbringt? Eivor, hast du kein Vertrauen in mein Kriegshandwerk? Ich schätze Basims Weisheit, doch er folgt mir. Immer. Er kommt mir vor wie jemand, der nur sich selbst traut. Basim ist von Natur aus verschlossen, aber er ist weise und aufrichtig. Und er hat mir die Augen für eine große Wahrheit geöffnet. Er hat mir eine Belohnung versprochen, so ungewöhnlich, so unglaublich, dass sie dir den Verstand rauben würde.
Bruder, unser Bund besitzt das eiserne Heft einer Streitaxt. Lass dich nicht von Basim und seinen verlockenden Weissagungen von unserem einfachen Ziel abbringen. Niemals. Unser Ziel steht fest. Wir werden erst über Mercia und dann über ganz Englerland herrschen. Aber Basim ist so scharfsinnig. Er liest so vieles in meinen Gesichtszügen. Er kennt die Gebete meiner Vorfahren und... Nun, wir werden meine Geschichte etwas später besingen. Hey, wer bist du? Psst. Ich zeig dir, wo die Fässer lagern. Ah, nicht so. Ah, los. Du hattest genug, mein Freund. Oh nein, mach das nicht. Ich auch nicht. Hey. Du entkommst mir nicht so einfach. Gott verfluche solch Sünder! Ich töte dich! Bleib standhaft! Zur Hölle! Versperrt sein. Edwin, sie ist da drin. Komm, wir schlagen die Tür ein. Sigurd, töte das stinkende Fischweib! Haltet ein! Der Verräter Gedrick kommt vor Gericht. Wie all die anderen verräterischen Tarne dieses Schiers. Du bist die Verräterin, Edwin. Du führst Alfred von Westsexer und sein Heer hierher. Halt deine Ale-Luke, Gedrick, du Schoßhund der Dänen. Du verkaufst uns an Westsexer und an diesen verfluchten Alfred. Das lassen wir nicht zu. Herren, es besteht kein Grund für Blutvergießen. Wir alle wollen Frieden für Oxenfurthshire. Wir finden sicher eine Lösung. Heidnische, dänische Schlange! Stinkender Misthaufen, ich scheiße auf euch alle! Herrin, wähle deine nächsten Worte mit Bedacht. Vor dir steht der zukünftige Herrscher von ganz Englerland, Sigurd vom hungrigen Rabenclan. Leg die Waffen nieder, lass meinen Freund frei und küss meine herrschaftlichen Füße. Du hast die Wahl. Sigurd, bist du bei Trost? Und du kannst meinen rosigen Arsch küssen, du Bauer. Ich habe genug von dem Abschaum. Sie gehören euch. Häutet sie lebendig und gerbt mir einen schönen Sattel. Wie immer, Bruder. Was haben sie dir angetan? Was hast du dir da wieder eingebrockt? Leute! Dann wird es nicht mehr dauern. Oh, wies dich an! Wir haben's geschafft!
mich. Verdammte Dämonenbraut ist entkommen. Ich hätte mit euch gekämpft. Ihr hättet mich befreien sollen. Gedrick, das ist Eivor, mein unbeugsamer Bruder. Sei gegrüßt. Das war dein Plan? Wolltest du Edwin mit deiner blassen Hoffnung auf den Thron umgarnen? Eine Weissagung, Eivor, nicht Hoffnung. Zankt euch später. Edwin hat die meisten Tane des Schiers verhaftet. Wenn es nach ihr geht, sind sie vor dem Abendessen tot. Versorg deine Wunden, Gedrick. Wir befreien deine Freunde. Und was ist mit der heiligen Frau, Fulke? Du hast uns ein Treffen mit ihr versprochen. Das habe ich. Und doch bleibt mir schleierhaft, warum ihr sie sprecht. Wo ist sie? Tarnhold weiß es. Fulke lebt auf seinem Land. Doch er stirbt mit den anderen, wenn wir die Verhandlung nicht stoppen. Weise uns den Weg und wir gehen. Je schneller du sprichst, desto eher retten wir sie. Südwestlich von hier auf halbem Wege nach Ochsenerford bei der Feste der Villa Lea. Basim, Eivor, zu den Pferden. Wie früher, Eivor, du und ich mit gezückten Klingen und flammenden Herzen. Wer ist diese Fulke, von der Basim sprach? Eine Verbündete, Eivor. Eine wichtige Verbündete. Eine heilige Frau, die über Weissagungen und geheimes Wissen verfügt. Das ist nicht die Art Bündnis, nach der wir suchen, Sigurd. Nein, es ist viel besser. Du ahnst ja nicht, welche Entdeckungen uns erwarten. Du sprichst in Rätseln, Bruder. Weil ich lebe, Eivor. Mein Herz brennt im Feuer der Schlacht. Wie in alten Tagen, hä? Ja, Sigurd. Wie in alten Tagen. Erinnerst du dich an die Jagd jenseits der Nordwege? Unsere erste Beute war ein stattlicher Zehnender. Wir haben ihn zusammen erlegt. Unsere Pfeile waren wie fliegende Eiszapfen. Wir hatten scharfe Knochen zum Halten der Bestie. Du zur Rechten, ich zur Linken. Wir sprangen und schlugen zu. Wir landeten auf dem Boden wie ein gefällter Baum. Dann ein blutiger Ringkampf. Das verdammte Biest hat mich gebissen. Ich wusste gar nicht, dass Hirsche beißen. Doch ich habe seine Kehle durchspießt und der Lebenssaft ergoss sich auf die Erde. Das war sein Ende. Was für Geschichten ihr erzählt. Es ist nur eine von Tausenden, Basim. Es war der glorreiche Morgen unserer Leben. Du hast mir noch nicht erzählt, wer diese Fulke ist. Wenn die Zeit reif ist, werde ich es tun. Sie ist der Dreh- und Angelpunkt eines größeren Plans. Größer als Englerland zu erobern? Welchen Plan bräuchten wir noch? Geduld, Eivor. Geduld. Gut, behalte deine Geheimnisse für dich. Doch wenn dieses Bündnis scheitert, kannst du sie mit ins Grab nehmen. Das Fieber wird schwinden, sobald du die Wahrheit kennst. Versprochen. Zeig mir, was vor uns liegt. Da, wir sind noch nicht zu spät. Da vorne findet die Verhandlung statt. Meine Klinge ist durstig, Freunde. Sollen wir hineinrollen wie drei brennende Ölfässer? Nein, wir müssen vorsichtig sein. Nicht, dass der Scharfrichter seine Axt schwingt.
Sie werden die Gefangenen gleich hinrichten. Diese Untertanen Lady Edwin haben ihren Schwur dem Schier gegenüber gebrochen. Alle Typen, schweig still! Sie sind angeklagt und zweifellos schuldig, unsere gesegnete Lady Edwin verleumdet zu haben, das Volk aufgehetzt und sich zahlreicher ehrloser Taten schuldig gemacht zu haben. Werde mich! Jeder hat nun Gelegenheit, seine Sünden zu gestehen. Wer gesteht, wird als Büßer. Und jene, die nicht gestehen, sterben in Schande. Kahn Graf, ich bin unschuldig. Gestehst du? Ich feige gegen Lady. Hol mich hier raus. Edwin wird mich lebendig häuten. Sein Vater und seines Vaters Vater. Hey, aber... Ich läute die Glocke! Zu langsam! Du entkommst nicht, du räudiger Köter! Wir sind im Vorteil! Dich. Hör mich hier raus, bevor sie mich einen Kopf kürzer machen. Gemeinsam! Bleib in der Nähe, ich helfe den anderen. Feigling! Schieß! Ich beschäftige die Ratte! Wir schaffen das! Ja! Wir müssen Edwin ein für alle Mal beseitigen. Edric bat mich, dich zu finden. Gehen wir. Schnell. Christus wird uns beistehen. Damit dich. Das wirst du bereuen. Er du nicht raus. Ich spieß dich auf! Aber die verachten Tane! Nieder mit Lady Edwin! Don't mercy ya! Wir uns in Ruhe unterhalten. Wir haben jahrelang an der Seite des verschlagenen Aldermanns gekämpft. Nun will uns seine Witwe an den Kragen.
seid gesegnet. Dank euch kann ich es Lady Edwin mit Blut heimzahlen. Ich bin Tarn Holt. Lebt Gedrick noch? Er ist im Buckingham und wohlauf. Guter Tarn, wir stehen an eurer Seite, auf dass dieses Land in Händen jener bleibt, die Mercia lieben. Egal ob Sachsen oder Dänen. Gott weiß, eher gebe ich meine Tochter einem Dänen zur Frau, als einem Mann aus Wessex auch nur eines meiner Schweine zu verkaufen. Wenn Gedrick hinter dir steht, tue ich es auch. Es heißt, du kennst deine heilige Frau, Fulke. Wo können wir sie finden? Halten wir uns nicht mit dieser mysteriösen Fulke auf. Edwin ist unser Ziel. Fulke bewahrt ein Geheimnis, das den Verlauf dieses Kampfes beeinflussen könnte. Ohne sie kann ich meinen Zweck nicht erfüllen. Fulke, die Verrückte? Wenn du meine Hilfe willst, Bruder, dann erkläre dich. Was macht diese Verrückte so wichtig für deine Pläne? Wenn wir sie finden, antworte ich auf alle deine Fragen. Bis dahin schweige ich. Ihr müsst verstehen. Fulke ist eine Ketzerin. Sie sät vergiftetes Wissen und ist eine Feindin der Kirche. Sie behauptet, sie hätte Gott gesehen oder mit ihm gesprochen. Lady Edwin ließ sie verhaften. Ich weiß nicht, wo sie jetzt ist. Vermutlich in einem Kloster. Wir überprüfen das. Sigurd, sollten wir Gedrick nicht berichten, was hier vorgefallen ist? Sprich du mit ihm. Wir müssen uns beeilen. Fulkes Leben könnte in Gefahr sein. Wir riskieren alles, was wir hier erreicht haben, wegen dieser Frau zu verlieren. Vertrau mir, Eivor. Fulke ist wichtig. Das wirst du schon bald verstehen. Das hoffe ich. Wir haben ein Lager östlich von Linford. Es ist ein alter Hafen an der großen Use. Wir treffen uns dort. Wir Tane werden eine Fürth aufstellen und euch helfen, Edwin zu stürzen. Koste es, was es wolle. Berichte Gedrick davon und sag ihm, dass wir bereit sind, wenn er ruft. Wir werden jeden Mann brauchen. Keine Soldaten weit und breit. Gedrick hat sich um sie gekümmert. Sie ist gut ausgerüstet. So viel steht fest. Das war ein guter Fang, Bursche. Und ein ziemlich blutiger. Ölkrüge, Rottenpfeile, Tierfutter. Nimm alles mit, was uns nützen kann. Verbrenn den Rest. Gedrick. Eivor, leben die Tane noch? Jeder Einzelne. Sie stellen gerade eine Fürth aus fähigen Männern zusammen. Sie stehen an deiner Seite, Gedrick. Wir brauchen jeden Speer und Schürhaken, wenn wir Edwin stürzen wollen. Und du und dein Bruder, steht ihr noch an meiner Seite? Mir gefällt deine direkte Art, Gedrick. Meine Axt und die meines Bruders gehören dir. Edwin hat sich in ihrer Feste verschanzt. Sie erwartet weitere Männer und Vorräte. Verflucht sei sie! Wo sind dein Bruder und sein seltsamer Freund? Sie suchen weiter nach dieser Frau, Fulke. Er scheint zu glauben, dass sie uns im Kampf gegen Edwin helfen kann. Ich verstehe bloß nicht, wie. Tu, was du tun musst, Eivor. Ich bereite die Männer, die ich habe, auf den Kampf vor. Ich eile zur Feste Kühnebälle und stelle die Fürth für den Angriff auf. Edwins Burg ist stark und gut gesichert. Kann ich irgendwas tun, um ihren Griff um den Schier zu lockern? Oder um ihr Angst einzujagen? Ah, ein guter Gedanke. Du kannst ihre Fahnenträger dezimieren, falls du welche siehst, und meine Fürth vor Angriffen schützen. Wir haben einige ihrer Vorräte gestohlen. Solltest du mehr Dinge wie diese finden, vernichte sie. Das werde ich. Wenn du bereit für den Kampf bist, such mich im Lager bei der Feste Kühnebälle auf.